Moin, herzlich willkommen bei Nobody 123 bei einem weiteren LBSQ-Video mit dem guten Zocker. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Mal schön, wenn ich überhaupt ins Game reinkommen würde. Bei mir stehen immer noch Ladeszenen. Ein Ladeszenen. Problem. Ja, merke ich schon, ne? Warum Ladeszenen. sollte das mein Genau. Problem sein, also? Toll, vielen Dank, danke. Bitte, mach 6,50. 6,50. Ja, lassen Sie mich mal kurz hier schauen. Habe ich nicht, bin pleite. Eine Stunde später. Ja, Exe reagiert nicht. 2 Stunden später. Entschuldigung, es ist ein Problem unterlaufen. 3 Stunden später. Fängst du jetzt mal an, mir gehen die Schilder aus. Ah, endlich, hey. Okay, da hat er mit dem Internet zu tun. Mein Gott. Sei ehrlich, du hast den Server gehackt. Ich hab nur mein Game runtergeladen. Ich Du weiß nicht, wo stehst, dein warte mal, du Problem. stehst hier, richtig? Beim Verkaufsding? Ja, okay, gut. Ich will lieber sicher gehen. Ich hab noch mehr Samen, also mal ein bisschen mehr. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Wir müssen uns um Ja. 10 Uhr nächsten Tages müssen wir uns mit Lucia treffen. Also Weizengate. morgen. Morgen um 10, ja. Ja, gleich muss ich noch weiter anpflanzen. Ja, nee, alles gut. So, Ja, dann gehen wir hier soll ich nicht rangehen, hast du gesagt, ne? Nein. Gut. Böse. Böse. Ich muss immer wieder reinkommen. Leute, seid mir nicht böse, aber ich muss immer wieder Ja, und klar. das steht dann direkt daneben an. So. Guck mal, so sieht der Bautisch aus. Warte gleich, ich bin hier gerade im anderen Menü. Ich will hier kurz was gucken. Ich stelle hier mal was her. Ich kann ja mal so ein bisschen zaunmäßig mal was machen. So, was soll was sein? Guck mal da. Hier, da ist der Bautisch hier. Das ist der Bautisch. Oh, cool. Okay, was kann man Holzbalken. mit dem machen? Man kann ein Haus upgraden, okay? Stufe Man kann 2 Steinbrüche. Haus. Man kann eine Brücke Was? Brücken? Holzbrücke? Steinbrücke? Gewölbte Brücke? Marmorbrücke? Alter, Spielzeugbrücke. Wo ist eine Spielzeugbrücke? Monsterbrücke? Ach da! Oh Gott! Man kann sogar den Briefkasten upgraden. Ah. Alter! Cool. Wie cool ist das denn? Das ist Okay, ja. da wird doch sehr groß werden. Okay, ich habe das Imker. Nutztiere haben eine Chance. Wir müssen pennen. Kochbuch für Anfänger. Oder sparsamer Jäger. Sackgebote, die an den Verkaufstischen verkauft werden, wenn es wirklich billiger. Ich nehme den noch. Ich will mal noch kurz was ausprobieren. Okay, schon sehen, dass ein Windbett. Rotate war er, ne? Bei mir hat nicht funktioniert, Ja, aber geht auch nicht. Ah, okay, das ist schon mal gut zu wissen. Ich will hier eigentlich hat er was. wahrscheinlich von Update ging das ja wahrscheinlich von mit einem neuen Update irgendwie verschossen, keine Ahnung. Nee, Q ist es nicht. Er. Nö, geht nicht, weil ich wollte hier ein Zauntor vormachen vor der Brücke, das quasi unser Grundstück ist, aber. Okay, ich gehe mal ins Haus und schlafe. Ja, ist eine gute Idee. Ich gehe auch mal rein. Nach 10 Stunden Verbindungsmöglichkeiten hier hat es Na, nicht die anscheinend funktioniert. doch wirklich mit dem Internet zu tun haben. Vielleicht war es kurz weg gewesen, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, aber ich habe dich doch gut verstanden gehabt. Na egal, so, schlafen. Ja. Und dann müssen wir zu Lucia um Zähne treffen. Nun, und reden, da brauchen wir ja nicht viel Internet. Ich glaube, um ein Spiel zu laufen, braucht man viel Internet. Das Okay. war anscheinend nicht genug, weil ich habe ja wohl gestellt, dass der immer 5 GB verbraucht. Wo habe ich noch gerade so genug, um wieder zu gucken? Das soll aber helfen. Das soll schon was heißen, ja. Haus zu verbessern. Braucht eine Hausverbesserungsgenehmigung und dann kann man nachher verbessern. Gegenstände verkaufen. Ja, genau, ich habe noch die 3 Äpfel mit Alter, mir. wer weit Ah, ich kann ja Hallo mal. Luna, bla 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 bla. Und Paprika. Oh, wir müssen gießen. Verkaufspreis. Kann man den Verkauf bestätigen, Kiste sortieren oder wird das am nächsten Ja, Tag? einfach reinmachen. Einfach Ja. reinmachen, okay. Einfach reinmachen und Escape. Oh, ich habe die Fackeln. Nice. Ich habe noch den Rest. Ich habe noch Restzäune, lol, okay. Was gut wäre, wenn du mir mal helfen würdest hier. Ich bin gleich da. Ich bin hier gerade am Verkaufen noch.
Kartoffeln werden geerntet. So, ich soll dir helfen. Bei was? Der Gießen? Ach, für wen die reif? Nein, in 3 Tagen. Weil dafür doch langsam groß, ne? Langsam ist gut. Es wird langsam groß. So, alle, ich muss erstmal wieder Wasser füllen. Ja. Nice. Dieser Doppelsound ist schön. Oh, schön mit dem gedrückt halten. Weißt du, wie angenehm das ist? Ja, dann macht er Select automatisch, wo noch nichts war. Ja, das finde ich cool. Das feiere ich, muss ich echt sagen. Das haben sie gut umgesetzt. Oh, alle, ich muss wieder einfüllen. Einfüllen. Wie Miri einfüllen, oder was? Alles klar. Ich den! Okay, du machst die da unten schon nach. Kann ich das Wasser? Warte, alle? Ja, ne? Ja. Ja. So. Wir haben hier Kartoffeln. Was kann man mit den Kartoffeln machen? Entweder essen oder ich denke mal verarbeiten. $380. Achso, jemand benutzt es bereits, genau. Blablabla. So, Lucia treffen gegen... Film. Okay, wir machen sofort los. Warte. Briefkasten nochmal kurz gucken. Gib keine Post. Okay. Ich guck lieber sicher. So, ich komme. Ja. Warte, er lädt noch bei mir. Ich habe einen magischen Pfeil im Black Screen. Das ist erstaunlich. Ey, das habe ich gesehen. Gut gedodged, ne? Ich kann das. Auch wenn es nicht so aussieht, aber ich kann das noch. Stadtplatz. Quasi wahrscheinlich hier in der Mitte dann. Ja. Wir müssen jetzt eh warten. Also. Kümmere dich um das Land und es wird mich im Gegenzug um dich kümmern. Okay. Bei mir steht, behandle deine Nachbarn so, wie du selbst behandelt werden möchtest. So, wo müssen wir lang? Sag du. Stadtpark. Wo ist der Stadtpark? Ist das hier in der Mitte? Wir müssen ein höher. Du hast mal um die Uhrzeit geguckt. Ein bisschen früh, ne? Na, ja, 9, aber es geht doch schnell. Also quasi, ich kann ja trotzdem mal hier zeigen. Hier oben soll laut meiner Map Lucia sein. Hier. Ja, ich noch nicht um 10, also ja. Schön mal. Ja. Nee. Warte mal. Wo bist du gerade? Das war so klar. Ey. Der war da. Der war nice. Ich glaube nicht, dass das Wasser ist, aber naja. Goldenes Wasser. Oh, John, hi, was geht? Oh, John. Du bist es. Die neue Farmerin, tut mir leid, ich war mit dem Gedanken ganz woanders. Ich bin John. Ich wollte dich nicht erschrecken, mein Name ist Labelle. Nein, ist schon gut, ich war nur mit meinem Computer woanders. Das ist alles wirklich nett, dich kennenzulernen. Okay, tschüss. Geschenk mache ich jetzt nicht. Ja, man kann hier wohl Geschenke gehen, quasi in Stardew Valley, aber hab keinen Bock darauf. Ey, ohne. Stardew Valley mäßig, genau. Scheiß Boden. 3, 2, 1, Zähne. Okay, let's go. Ich geh rein. Du bist bescheuert. Unten? Bei mir war die oben, Leute. Okay, ich geh sofort raus. Ihr habt mich nach unten teleportiert. Alles klar, Teleport. Hey, Lucia. Wo bist du? Ich warte auf dich. Ja, wo bist du? Ach, da. Warte. Hallo, und dann steht er, lass uns gehen. Ja, lass uns gehen. 3, 2. Okay, du hast schon geklickt. Ich hab schon geklickt. Entschuldige, ich wusste nicht, dass du mir Countdown machen wolltest. Das ist Alter, ein schöner Ort hier. Du da bist es. Okay. Elias ist gleich da vorne.
Ich fürchte, ich kann die nicht mit dir gehen. Es muss deine eigene Entscheidung sein. Viel Glück, Luna. Ich werde dich hier rein, damit du fertig wirst. Jo, bei mir halt. Ja, da bin ich wieder, ja. Wo sind wir denn auf der Map? Ich guck auch mal kurz, wo sind wir denn? Wo sind wir denn hier? Bin gar nicht mal auf der Map drauf. Vielleicht außerhalb? Sprich mit Elios. Oder ist das eine extra... Ich glaube eher, dass es eine extra Insel ist, würde ich jetzt sagen. Wahrscheinlich nur für die Quest hier. Ja, ich glaube, hier ist Elios. Oh Gott, ein Löwendrache oder was das Alter, ist. Das. Oh, der sieht cool aus. Der sieht geil aus. So, willst du wieder lesen? Ich warte extra. Löwendrache, das sieht ja richtig prächtig aus. Das ist ein prächtiges Ich Spiel. Habe auf dich gewartet, Luna. Labe. Es ist ein Glück, dass Lucia dich unverwirrt hergebracht hat. Was soll das denn helfen? Ich bin Julius, der Sonnendrache und Wächter von Sunhaven. Du bist unser Wächter, da haben wir sehr viel Glück. Aber wir haben wirklich einen ganz coolen Wächter, ey. Nice. Wenn du unser Gegner wärst, wärst du schon lange tot. Ja. Im wahrsten Sinne. Ist eine ständige Gemeinschaft mit einer blühenden Zukunft. Ich trage die Verantwortung für die Erhaltung des mein Wissen hier. Diese Aufgabe nehme ich nicht auf die leichte Schulter. Ganz kurz, ja. Das Ahem steht auch im Text, nur so nebenbei, bitte Humor. So, weiter geht's. Auf leichte Schulter, deine Schulter wiegt wahrscheinlich mehr als der Charakter selber hier. Ein Wächter fühle ich es vor, jeden Neuankömmling persönlich zu sehen. Luna, ich benötige einen Blick auf dein Innerstes. Okay? Alles klar. Mach deinen Geist frei, antworte nur mit deiner reinsten Wahrheit. Luna. Labell. Für wen lebst du dein Leben? Bei mir selbst, bei meinen Freunden, meine Familie, meinen Vorfahren. Oh. Ich würde sagen Freunde, oder? Nun, ich kann mir sehen. Da ich ein Engel bin, wahrscheinlich ein Vorfahren. Das würde zu Engel wieder passen. Meine Vorfahren. Deine Vorfahren verstehe ich. Ich nehme ja, meine Freunde. Deine Vergangenheit befruchten den Boden von heute, ja. Zu hast du genommen? Ich habe Freunde genommen. Zu deinen Freunden, wie ich sehe, in der Tat kann kein einzelner Baum einen Wald bilden. Labell, wo fühlst du die Das finde ich gut, dass du ein komplett anderer Dialog ist. Labell, wo fühlst du deine stärkste natürliche Verbindung? Lohnende Feuer, aufstehende Wolke, ein fließender Fluss, ein stehender Baum. Lohnende Feuer passt eher für Engel, ne? Ja. Oder hinterher für Teufel. Kann man zweideutig sehen, kann man positiv als Engel sehen, kann man aber eine aufsteigende Wolke, oder passt eher zum Himmel, ne? Das passt eher zum Himmel, ich würde das lodernde Feuer nehmen. Ich nehme die Wolke. Labell, was entflammt dein Herz? Die Erfüllung meines Schicksals in diesem Moment leben. Verstehe ich jetzt nicht. Was entflammt mein Herz? Erfüllung des Schicksals oder im Moment aktuell das Leben? Also wie ich gerade lebe, oder... Wie ich mein Schicksal entscheide, oder wie? Entweder Schicksalsentscheidung, würde ich jetzt denken, oder wie es das Leben aktuell ist. So würde ich es jetzt assoziieren. Nun, da ich ein Engel bin, Schicksal wahrscheinlich. Bei dir auch Schicksal, weil du ein Dämon bist. Ja, Schicksal. Wie neugierig, Luna. Du hast eine große Kraft in dir. Die Energie ist mir... Deine Energie ist mir vertraut. Wäre ich blind, würde ich sicher denken, dass ein junger Drache vor mir steht. Und ich bin ein Engel, also ich bitte dich. Ich kann nicht wagen, was das für dein Schicksal bedeutet, aber diese Kraft wird nur wachsen. Achte auf deine Wege, erforsche deine Verbindung mit dieser Magie. Pflege dich. Und Luna, deine Kräfte werden zweifelsohne Auswirkungen auf unsere Welt haben. Ich bin ein Engel, ich bitte dich. Auch wenn diese Verantwortung nur dir zufällt, denke daran, dass du nicht allein bist. Ja, ich bin ja auch noch da. Entfremde dich nicht von deinen Mitmenschen. Wir werden dich unterstützen, wenn du schwankst. Ich erteile dir meinen Segen, Luna. Labell. Du hast jetzt Zugang zu der großen Macht, die in dir steckt, aber du musst deine Fähigkeiten noch verfeinern. Bevor du deine Reise fortsetzen kannst. Wenn die Zeit reif ist, werde ich dir den Weg weisen. Wenn du diesen Ort verlässt, beginnst du dein neues Leben. Geh selbstbewusst deinem Glück entgegen, Luna. Labell. So, jetzt können wir wieder was aussuchen. Münzen oder Erkundung? Ich nehme natürlich XP, Alter. Ich nehme die Münzen.
Je mehr Münzen, desto besser. Erreiche Stufe 15. Hey, hab ich erreicht. Erreiche Stufe 15 in einer Fertigkeit, okay? Also jetzt muss ich Stufe 15 erreichen. Ich mache Feuerball für mehr Schaden und... Ja, für mehr Schaden einfach. Hab ich welche Fähigkeiten hier irgendwie? Nee, aktuell nicht. Alles klar. Gerade keine Punkte da. Ah, da gibt noch wohl viele Fähigkeiten. Ja. Oh, ich quatsch nochmal mit ihr. Ich auch. Luna, Elia hat dir deinen Willen gegeben. Das bedeutet, du wirst gesegnet wie ich. Cool. Ich hatte vermutet, dass du eine magische Energie in dir... Ich bin ein Engel, du Tussi. Na gut, ich bin Dämon, aber... Als wir uns mal trafen. Bist du blind? Ich habe verfickte Flügel hinten dran. Aber hat ihr diese Energie erweckt. Ich strömme einfach aus dir heraus. Ich leuchte ja nur mit einem heiligen Schein noch. Halleluja! Ich hab mir meinen Wegen gegeben, weil ich ein Fischinger war. Ja, du bist ja auch ein Mensch. Yep. Also weiß ich, dass das eine Menge zu verkraften ist. Ich bin ein Engel, ich krieg das schon irgendwie hin. Das schaffst du ich ja. Ich bin für immer für dich da. Du bist ein Mensch, du bist eigentlich gar nichts für mich, aber okay. Willkommen in Deutschland! Aber jetzt mal wir erstmal nach Hause. Ich bin bereit zu gehen. Ich auch. Willkommen in Deutschland. Du bist ein Mensch. Erstmal weg. Überhaupt nicht böse. Nein, nein. Erreiche Stufe 15 einer Fähigkeit. Fertigkeit. Ja, wie auch als Aufgabe. Halt in Fertigkeit. Ich hätte jetzt gedacht, hier? Fähigkeit. Hier Stufe. Zum Beispiel Erkundung oder was? Ja, ich hätte das jetzt als Fähigkeit gewertet, wie mit Landwirtschaft bei mir. So hätte ich das jetzt gesehen. Okay, das wird noch ein bisschen länger dauern, ja. Ein bisschen? Kohle, wo kriegt man denn Kohle? Wahrscheinlich auch der Mine, ne? Ich würde Mine sagen, ich weiß aber nicht, wo eine Mine ist. Ich hab die schon gefunden. Mhm. Okay. Aber wir gehen erstmal nach Hause. Ja. Weil die Mine machen wir am nächsten Morgen. Alles okay? Klar. Alles klar, das klingt nach dem Plan. Das klingt nach... Das macht irgendwie Spaß. Jump, jump, dudel. Ja. Wir können mal. Ja. Aufräumen hier. Wie wird damit? Aufräumen, inwiefern? Indem wir durch die Ernte laufen und alles kaputt machen, genau. Zum Beispiel die ganzen Rotz hier wegmachen. Das klingt noch nicht. Warte mal, ich brauche. Was war das? Eine Axt, ne? Ja. Für die Bäume? Ja. Ich lerne es irgendwann auch noch. Ich hänge. Nein! So. Du hängst? Miria, oder? That's what she said. Dum 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 dum. Oder die meinen das unten rechts vielleicht mit der Stufe 3 der Fertigkeit. Das kann auch sein. Gießen habe ich Stufe. Wahrscheinlich. Das wird glaube ich sogar eher hinkommen. Ja. Ja, Fähigkeitspunkte habe ich jetzt. Immer mal kurz K. Erkunden. Jetzt habe ich das hier. Okay. Kommen wir da wieder? Ja, ich mach der weiter einen Baum. Der Baum mal weiter. Dö. Was ich gut finde, ist, dass die Werkzeuge nicht kaputt gehen. Das finde ich super. Oh, guck mal, wurde ihm sogar zugerechnet. Nice. Oh, dann machen wir hier die Baum noch weg. Dö. Oh, da bin ich wieder. Nice, dö. Ja, meine Katze. Habe ich mir schon fast gedacht, dass das Rocky Lee ist. Rocky. Ja. Wie kriege ich das hier? Das weiß ich. Was denn? Ich bin ja schon Stufe 10 mit Gießkanne. Ja. Landwirt. Ich bin schon Stufe 10 Landwirt. Okay. Okay. Also ich werde mal Landwirt versuchen auf Stufe 15 zu machen. War ich dein höchstes momentan? Warte, wie konnte man es nochmal öffnen? K, ne? Ja, Erkunden habe ich Stufe 4, Landwirtschaft habe ich Stufe 5, Stufe 2 Bergbau, Stufe 1 Kampf und Stufe 2 Fischen. Also Landwirtschaft ist das höchste bei mir. Okay, Landwirtschaft ist quasi die Unkraut hier für vernichten, was ich ja gerade die ganze Zeit mache. Ja, und ich holz hier nebenbei weiter. Ja, dann halt. Und ich bin ein Kunderwümer geworden, einfach weil ich einen Baum geschüttet habe. Nice. Nice. Der ganzen Unkraut weg hier. Ich kann ja mal hier oben. Wird wahrscheinlich eh wieder neu wachsen, also. Ich glaube, ich werde hier oben bei uns mal hier diese Steine wegmachen. Das war Spitzhacke, ne? Ja. Irgendwann lerne ich das auch noch. Erkunden.
Doppeltes. Nehmen, nehme ich. Du brauchst ein stärkeres Werkzeug, okay? Dann kann ich. Gewährt beim Einwammen von Beute eine Chance von 50% einen zusätzlichen Gegenstand zu erhalten. Da hört sich so Overpower dann. Ja, hier hinten sind noch welche, nice. Dann kann ich da noch ein bisschen dingsen. Stell dir vor, du kriegst hier unterlegende Halter und kriegst das zweimal oder so. Ja, auch krass. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen des Videos. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Labi. Auf Wiedersehen. Tschüss.